Moin ins YouTube und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Ich glaube, kurz nachdem ich die Aufnahme beendet habe, habe ich nochmal ein bisschen offscreen geguckt. Also, ich glaube, maximal eine Minute. Und ich habe, glaube ich, rausgefunden, wie man hochkommt. Ich habe mir den Aufzug mal genauer angeguckt. Huch, Aufzug. Da oben ist ein grüner Punkt. Da oben leuchtet was grün. Bringt es jetzt nicht, dass es was abzuschießen, oder was? Doch, hat's kaputt gemacht. Und jetzt? Du willst, dass jetzt irgendwas passiert ist? Es passiert gar nichts. Okay, ich probier's weiter. Bleibt am Laufenden. Ihr werdet gleich sehen, vielleicht schaffe ich das gleich. Okay, meinsens YouTubes wieder mal. Ihr seht, das Ding lebt wieder. Ich hab das Borderlands gerade nochmal neu gestartet. Ich hoffe mal jetzt, wenn ich das kaputt mache, fällt das Ding runter und dann kann man auch nach oben fahren. Peng. Da öffnet sich was. Aber mehr auch nicht. Da öffnet sich oben eine Tür. Ich sehe, dass man die Tür von der anderen Seite betrachten kann oder was. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß es nicht, wie es geht. Und jetzt ein Trick, um nach Home zu kommen. Das muss ich mir irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das hinkriege. Irgendwie muss ich das hinkriegen. Gehen wir wieder nach Torrents of Flat, wie auch immer. Zur Story-Mission. Kleiner Trick. Dann wird jetzt so viel gelaufen. Das hier. Und das hier. Und schon sind wir nämlich in der Schnellreisestation. Und können nach Torrents of Flats. So, haben wir es hier? Die Nebenmission lasse ich jetzt, wie gesagt, erstmal nebenher laufen, fast schon. Wir müssen jetzt nämlich erstmal die Story ein bisschen weiter zu gehen. Ja, wollte gar nicht. Ihr, Riesenlaser versucht, Mond in Scheibchen zu schneiden? Nur mal so als Gedanke? So gefällt mir das! So. Geht's im Bahnhof? Die Station ist schon lange nicht mehr voll in Betrieb, aber ich krieg sie schon wieder flott. Hier muss irgendwo eine Konsole sein. Bring mich hin. Ich erledige den Rest. Okay. Hier gibt es zum Beispiel so ein... Ich wette, das gab es gerade auch. Ich wette es einfach. Ich habe es einfach noch nicht gesehen. Ich habe nachgedacht. Jetzt, wo ich frei bin von ihm, sieht die Zukunft so hell aus. Ein neues Leben verlangt einen neuen Namen. Felicity. Das bedeutet Glück. Von jetzt an bin ich Felicity. Tja, von mir aus? Scheißegal, wie die heißen. So, das Zeug einsammeln. Und dann sollten wir zum Terminal gehen. Dahin ist es. Ich würde sagen, das ist meine Bahnstrecke. Okay. Nice. Verbinde mich. Ich rufe den Zug, kann aber ein paar Minuten dauern. Gut. Dann dauert es halt ein paar Minuten. Achtung, Zug fährt ein! Sehen wir uns die Fabrik an und bringen den Laden wieder zum Laufen. Wir brauchen einen Haufen Roboter, wenn wir die Helios zurückerobern und alles retten wollen und so. Kapische? Kapische. Da kommen Gegner. Sie sollte eigentlich kein Problem sein, das ist nur Level 13. Ich denke, jetzt bin ich da gerade so schwer dran. Was sie das für XP geben? Easy going. Oh shit, da kommt mehr. Oh,
Ciao. Alles einsteigen. Wollen wir jetzt wirklich rein? Da steht da so ein Viech oder was? Komm, ich brauche noch irgendwo. Ich dauere hier entlang. Wir machen sie keinen Schaden. Aber jetzt. Grüne Button kann man draußen nehmen, kann man leider nicht. Schade. Und hier müssen wir natürlich jetzt auf die andere Seite. Okay, super, wir müssen da von drinnen ran. Lol. Hier vorne ist nicht irgendwie noch eine Kiste oder sowas. Wo es scheint, halt keines versteckt. Nope. Drüber springen, kein Problem. Und dann geht's in den Zug. Und nach. In Titan Industry Factility. Also Lager oder so, keine Ahnung. Hier erschaffen wir also die super coole Roboterarmee. Ehrlich gesagt, ich bin etwas enttäuscht. Sei doch nicht so negativ. Offenbar wurde der Laden hier zu einer Geisterstadt, seit Dahl sich nach dem großen Bersten aus dem Staub gemacht hat. Wir müssen zur Abteilung für Powersuits und alles wieder hochfahren. Torx. Hier könnte alles von Torx verseucht sein. Ich hoffe, die haben keine wichtigen Systeme hier drin zerstört. Trotzdem, du schlägst dich wacker. Das ist schon mal was. Ja, ich schlag mich wacker. Ich mache auch viel XP. Aber dass es so viele sind? Jeder so 100 EP oder so, ist schon einiges. Ich bin immer noch voll, ich vergesse immer die Sachen zu verkaufen. Das gibt's doch nicht. Die Tür klemmt. Vielleicht irgendwie manuell blockiert. Wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Such eine Konsole und schließ mich an. Jede Wette, dass sich da was machen lässt. Jo, such mal eine so Konsole. Da ist doch eine. Perfekt. Gib mir einen Moment, um mich zu integrieren. Hier läuft kaum Strom durch. Tada! Noch mehr Kraubzeug. Kein Ding. Dinger sind. Was ist das? Das sind keine Gegner für mich. Ich kann da draufhalten mit der Pistole, mit dem Action-Skill. Oh, ich baller schon wieder viel zu lange drauf. Weil kein Gegner mehr ist. Oben drin sollen noch Gegner sein. Ja, wollen wir den auch noch mal eben erledigen. Diese dreckigen kleinen Kabelkauer sind überall. Ich hasse sie. Außerdem scheinen sich Scavs hier eingenistet zu haben. Komm her und such mir einen Konsolensteckplatz, damit ich sehen kann, was vor uns liegt. Und kill unterwegs ein paar von diesen Viechern. Da ist eine Konsole. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß es machen kann, neue Systeme zu erkunden. Also, hinter diesem Gebäude liegt der Stingray-Fabrikkomplex und dahinter die Bordfabrik. Eigentlich ganz einfach. An verriegelten Toren bringe ich uns vorbei, an etwaigen Dummköpfen bringst du uns vorbei. Hätte ich gerade selbst schon gebracht? What the hell? Wenn ich tatsächlich mal mit Spike schaden, das kann sein, das wäre cool. So hast du mich in Borderlands 2 nie so genutzt, eigentlich. Spike-Schaden und so. Ist da was? Gut. Gut, und weiter. CO2 gibt's hier irgendwo. Wo denn? Da. Gib mir das CO2. Jetzt, sofort.
zack. Okay, das ist Vieh. Ich muss gucken, Badass Rang 100% wieder auf Badass Rang verdient. Jawohl. Schildladegeschwindigkeit. Noch eine blockierte Tür. Naja, vielleicht geht sie auf, wenn du kräftig ziehst. Könnte sein, dass du das Ding killen musst. Kein Ding, du warst schon down. Down. Holy frag. 10 Badass Ring away. Mach ich dir auf ein Fass geschossen. Super. Weiter geht's hier. Was ist denn hier noch alles an, ey? Toll. Der ganze Laden hat so gut wie keinen Saft. Und die alten Geschütze funktionieren noch. Bam. So was bin ich bald auch, oder? Eine Waffe. Wieder mal. Und mal easy. Gibt es irgendwas da oben noch? Egal. Sam. Optimal. Und wieder skillen. Skillen. Was ist zu tun? Ich wollte auf das skillen, genau. War das das? Ne, das wird ja optimal, das wird das. Perfekt. Perfektomatico so. Und wenn wir in der Fabrik sind? Das ist der Eingang zur Stingray-Fabrik. Kannst du mir Zugriff zur Tor-Konsole verschaffen? Jo, kann ich. Das war eine rein rhetorische Frage. Ich meinte, verschaff mir den Zugriff. Verschaff mir den Zugriff, jetzt sofort. Wir haben ein Problem. Das Sicherheitssystem ist ziemlich heftig, also... Ups, sorry. Ich mache uns die Tür auf. Kümmere du dich um die Geschütze. Wie die nicht an die drauf gehen. Das sind ja so hart, die Geschütze. Ich habe die Geschütze gehackt. Sie feuern jetzt nur noch auf Torx. Das sollte helfen. Ich krieg dieses störrische Ding auf. Hoffe ich. Ja, super, deswegen waren die so stark. Wir haben komplett noch die Munition reingesetzt. Amüsiert ihr euch gut? Läuft alles nach Plan mit der Roboterarmee? Hm? Supi, dann also bis bald. Meine einzigste Mission jetzt überlebe, oder was? Ja, ne? Ist ja jetzt richtig schwierig, würde ich so sagen. Ja, toll. Lustig. Ich dachte, jetzt falle ich gleich irgendwie hier runter oder so. Hab's so verkackt. Dann gibt's ein Sprungbrett. Sollte ich das probieren? Lieber nicht. Wie weit ich das schon runter hatte, ne? ETF. Ich hätte gleich, ich habe die wieder leben, sind die wieder böse oder so. Vorsicht, Sauerstoffvorrat bei 50%. Ich wette, dieser Gegner, der da hinten ist. Zack, zack. Bitte das Ding, was da hinten ist, das Letzte Meldung. Okay. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben das. Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben das. Gut, gut.
Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Oh, hepp. Sag ich, ich hab da ein Sprungbrett gesichtet. Das war nicht das, aber... Oh, das stimmt. Lol, da ist gerade ein Mondstein durch den Boden gefallen, hab ich glaube ich das Gefühl. Charmant. Anscheinend haben Scavs primitive elektrische Felder errichtet, um Trox fernzuhalten. Folge dem Kabel. Mal sehen, ob wir es deaktivieren können. Okay, aber an dieser Stelle sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und man sieht sich in der nächsten Folge.